bist du müde geworden? Hebräer Kapitel 12, Verse 12 bis 14. Darum richtet wieder auf die schlaff gewordenen Hände und die erlahmten Knie und macht gerade Bahnen für eure Füße, damit das Lahme nicht vom Weg abkommt, sondern vielmehr geheilt wird. Jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Gott wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind, sondern er will im Menschen wohnen. Und das inbegriffen all der Schwachheiten und der Müdigkeit, die wir oft erleben oder erleben müssen und wo wir einfach manchmal gar nicht so recht verstehen, wie Gott mit mir arbeiten kann und will und wie das alles funktionieren soll, wenn ich doch so schwach und müde geworden bin und manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe. Und Gott will, dass wir als Kinder Gottes ein Tempel für seine Gegenwart sind und dies in aller Schwachheit, nämlich in dem Wissen, dass wir von Gott abhängig sind und dass er sehr gerne seine Kraft in unserer Schwachheit mächtig machen möchte. Wenn ich etwas gut machen will, dann bemühe ich mich, planmäßig vorzugehen und gewissenhaft, soweit das möglich ist. Wenn ich zum Beispiel ein gutes Essen zubereiten will, muss ich zuerst überlegen, wie ich es mache und was ich mache und womit ich alles gut zubereite und vielleicht auch, wo ich die entsprechenden Zutaten herbekomme. Alles, was ich dann habe, in einen großen Topf zu schmeißen und es dann zu kochen und ab und zu umzurühren, das macht wohl wenig Sinn und würde nicht nur fürchterlich aussehen, sondern vermutlich auch so schmecken, wie es dann aussieht. Als Christen sollen wir keine 5-Minuten-Terrine sein, sondern ein edles, mit Liebe und Verstand zubereitetes, köstliches Essen, etwas, was Leib und Seele anspricht und auch die Augen und uns auch manchmal durchaus etwas mehr kosten darf als 99 Cent. Wir waren als Sünder für Gott kein angenehmes und wohlschmeckendes Gericht. Eher etwas innerlich Abstruses, etwas Abstoßendes und etwas Undefinierbares und nicht gerade Liebenswertes. Damit will man eigentlich nicht in Berührung kommen, geschweige denn sich die Mühe machen, genauer hinzusehen oder gar etwas zu verbessern oder Verbesserungsvorschläge zu machen. Da denkt man doch oft, da ist Hopfen und Malz verloren. Da würde jede Mühe letztlich zu nichts führen. Als gläubige Christen wissen wir, dass Gott sich in seiner Gnade nicht von unserem elenden Zustand hat abschrecken lassen. Er hat sich nicht abgewendet, ganz im Gegenteil. Die Frage ist nun, erschrecken wir uns noch vor uns selber, wenn wir manches an uns sehen und wahrnehmen, was Gott keine Ehre bereiten kann? Oder ist uns das eher egal, weil wir ja sowieso erlöst sind? Nach mir die Sintflut. Ich frage mich das auch in erster Linie selbst. Die Bibel ermahnt uns ernsthaft, darüber nachzudenken und dann eine positive und bejahende Einstellung zur Heiligung zu finden, was nämlich dann auch damit zu tun hat, dass wir Gott im Glauben auch erlauben, uns zu erziehen, uns auch manchmal deutlich zu zeigen, mit was er nicht einverstanden ist, uns unsere Grenzen aufzuzeigen und unsere Schwachheiten, die wir vielleicht manchmal nicht sehen oder nicht wahrhaben wollen oder dass wir alles, was uns andere Christen vielleicht sagen, in den Wind schlagen. Wir brauchen jeder in vielerlei Weise Heilung. Gott ist noch nicht fertig mit uns und der Herr lässt sich auch weiterhin, nachdem wir Christen werden durften, vom nach wie vor vorhandenen Schmutz unseres Lebens nicht abschrecken. Ganz im Gegenteil. Gott hat sich vorgenommen, uns sozusagen herauszuputzen und umzuwandeln, gerade zu biegen, aufzurichten, uns Rückgrat, Disziplin, Charakter,
Kraft und einen Sinneswandel zu geben, wo er nötig ist, der Gott selbst gefällt und uns zu gestandenen Männern und Frauen vor Gott macht. Und warum? Weil er uns angenommen hat, so wie wir sind. Aber er lässt uns nicht, wie wir sind, weil er uns liebt. Wir sind als Kinder Gottes zwar schon erlöst und für den Himmel sozusagen brauchbar gemacht worden durch die Gerechtigkeit Jesu Christi, aber das muss auch auf Erden sichtbar werden. Darum geht es, damit wir Gott Ehre machen, dass wir für die Ewigkeit erzogen werden und dass wir auch entsprechend uns Schätze für den Himmel sammeln dürfen. Und dies ist vor allem eben eine Sache unseres Lebens, unseres Alltags auf Erden. Glaube hat Werke und die Heiligung sorgt dafür, dass wir damit bei uns selbst mit Gottes Hilfe anfangen. Es wird niemand von uns etwas wollen oder sich angezogen fühlen, wenn wir gelangweilt, gleichgültig, demotiviert, chronisch trübsinnig oder immer nur genervt sind. Das ist eine Frage meiner Einstellung. Es verlangt ja keiner, dass wir jeden Tag quietschvergnügt sind und einen halben Meter über dem Boden schweben und ständig gute Miene zu manch bösem Spiel machen. Aber so etwas wie ein geistliches Rückgrat bekommen wir doch eher dann, wenn wir lernen, mit den Sorgen, Nöten, Ungerechtigkeiten, Anfechtungen und Nervereien des Lebens auf eine friedvolle und ruhige Art und Weise umzugehen, verstehen. William MacDonald schreibt in seinem Bibelkommentar Folgendes: Gläubige sollten unter den widrigen Umständen des Lebens nicht kapitulieren. Ihr Mangel an Glauben könnte auf andere einen schlechten Einfluss haben. Schlaffe Hände sollten wiederbelebt werden, um dem lebendigen Christus zu dienen. Gelähmte Knie sollten zum anhaltenden Gebet gestärkt werden. Stolpernde Füße sollen in der geraden Bahn christlicher Jüngerschaft laufen und geleitet werden. Christen sollten jederzeit danach streben, im Frieden mit allen Menschen zu leben. Doch diese Ermahnung ist besonders nötig, wenn Christen hart verfolgt werden, wenn einige vom Glauben abfallen und wenn die Nerven aller überansprucht sind. Zu solchen Zeiten ist es nur zu leicht, die eigene Frustration und Furcht an denen auszulassen, die uns am nächsten stehen und uns am liebsten sind. Wir sollten auch nach Heiligung streben, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Welche Art der Heiligung ist hier gemeint? Um diese Frage zu beantworten, sollten wir uns daran erinnern, dass im Neuen Testament das Wort Heiligung auf mindestens drei Arten im Zusammenhang mit den Gläubigen benutzt wird. Zunächst einmal wird der Gläubige von seiner Stellung her heilig, sobald er sich bekehrt. Er wird von Gott aus der Welt ausgesondert. 1. Korinther 1,2, 1. Korinther 6,11. Durch seine Vereinigung mit Christus ist er für immer geheiligt. Das meint Luther, wenn er sagt: Meine Heiligung ist im Himmel. Christus ist unsere Heiligung, das heißt, soweit es unsere Stellung vor Gott angeht. Dann gibt es aber noch die praktische Heiligung. 1. Thessalonicher 4,3 und 5,23. Diese sollten wir Tag für Tag erfahren. Wir sollten uns jederzeit von allen Formen des Bösen trennen. Diese Heiligung sollte fortschreiten. Das heißt, wir sollten mit der Zeit immer mehr dem Herrn Jesus ähneln. Schließlich gibt es noch die vollkommene Heiligung. Diese wird dem Gläubigen zuteil, wenn er in den Himmel kommt. Dort wird er für immer von der Sünde befreit sein. Seine alte Natur wird weggenommen und sein Zustand entspricht vollkommen seiner Stellung. Welche Heiligung sollen wir nun nachjagen? Offensichtlich ist hier die praktische Heiligung im Blick. Wir brauchen der stellungsmäßigen Heiligung nicht nachzujagen, denn sie gehört uns automatisch, sobald wir uns bekehren. Und der vollkommenen Heiligung brauchen wir ebenfalls nicht nachzujagen, weil wir sie erhalten, sobald wir sein Angesicht sehen.
Doch die praktische oder fortschreitende Heiligung ist etwas, zu dem unser Gehorsam und unsere Mitarbeit etwas dazu tun können. Wir müssen die Heiligung ständig pflegen. Die Tatsache, dass wir ihr nachjagen müssen, ist ein Beweis dafür, dass wir sie in diesem Leben nie vollkommen erlangen werden. Soweit. In Sprüche, Kapitel 3, Verse 1 bis 8 steht: Mein Sohn, vergiss meine Lehre nicht und dein Herz bewahre meine Gebote, denn sie werden dir Verlängerung der Tage und Jahre des Lebens und viel Frieden bringen. Gnade und Wahrheit werden dich nicht verlassen. Binde sie um deinen Hals, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens, so wirst du Gunst und Wohlgefallen erlangen in den Augen Gottes und der Menschen. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Halte dich nicht selbst für weise, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das wird deinem Leib Heilung bringen und deine Gebeine erquicken. Wenn wir die Heiligung annehmen und uns auch selbst darum bemühen, die Empfehlungen der Bibel ernster zu nehmen, wird uns das auch körperlich gut tun. Oft sind wir ja auch gerade deshalb so anfällig und müde und dem frustrierten Müßiggang manchmal näher als der Nachfolge Jesu, weil es uns körperlich und seelisch nicht so gut geht. Die Bibel lehrt, dass man das ändern kann, und das gilt für dich und für mich. Und sie sagt aber auch, dass wir in Jesus Christus Ruhe und Frieden finden und dass wir auch einmal müde sein dürfen, dass das keine Sünde ist, wenn man müde ist. Und Gott wird uns auch nie mehr abverlangen, als wir tragen können, sondern uns dann auch, wenn wir das nötig haben, die nötige Pause, die nötige Ruhe, die nötige Kraft, Auffüllung auch schenken mit guten Dingen, die wir dann auch genießen dürfen. Und wir dürfen in unserer Schwachheit auch wissen, dass Gott uns durchträgt und dass seine Kraft in den Schwachen mächtig ist. Und das zählt eben besonders dann, wenn wir müde geworden sind, wenn uns alles scheinbar zu viel wird, wenn die Menschen uns nur noch nerven, wenn die Probleme scheinbar überhand nehmen, wenn sich irgendwie nichts bewegt, dass es nicht vorangeht, dann dürfen wir umso mehr auf Gott vertrauen und einfach auch die Füße stillhalten und zur Ruhe kommen und einfach auch darauf warten, dass Gott uns wieder aufrichtet, die Türen öffnet, durch die wir gehen können und die Wege aufzeigt, die wir laufen dürfen. Alles zur Ehre Gottes. Gott hat einen Plan für dein Leben. Und wenn wir manchmal müde werden, dann kann das ja auch bedeuten, dass Gott möchte, dass wir einen Schritt zurückgehen und ihn machen lassen. Weil er weiß ja sowieso, was das Beste für dich und auch für mich ist. Sein Name sei gelobt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.